die Verantwortung seiner schieren Qualität und seines Talents übernommen. In der Gruppe F, Ghana in den weißen Trikots von links. Kudus, der Mann von West Ham. Kudus verlagert. Das ist ein routinierter Keeper aus der Schweiz, der mittlerweile auch schon ein paar Kilometer. Napster, AU macht Meter, Kudus läuft mit. Kudus auf dem Tacho hat im afrikanischen Fußball. Über die gute Portion Premier League haben wir schon gesprochen. Fünfte Minute. EU wollte unbedingt den starken Rechten nehmen. Kudus in die Mitte. Mohamed Salisu, das ist die Innenverteidiger-Kombination. Noch immer Kudus. Flankt. Bisher ist es ein in vielerlei Hinsicht ausgeglichenes Fußballspiel. Man möge Muku legt. Ghana verteidigt. Kudus, Abschluss. Noch soeben. Moment, Kudus. Und dann den Weg frei hält und Kudus. Kudus bekommt Freiheiten. Er sein soll. Kudus raus für Fatabu. Kudus. Mo Kudus schwingt ihn rein. Wieder geblockt. Kudus in Richtung Tor. Keeper ist da. Kudus. Einzig und allein. Kudus. Ghana erhöht den Druck. Francis, zwei junge Zentrale. Also die Palette ist eine reichhaltige. Achtung, Abschluss! Und Mohamed Kudus. Angola kam hierher mit der Bereitschaft zu leiden. Hauchzart, aber im Abseits. Eine sehr gut eingestellte angolanische Mannschaft, die wenig bis gar nicht zu. Ausbein, Spielort weiter. Lässt die sich voll reinschmeißt in jeden Zweikampf. Im vergangenen Jahrzehnt standen sie zweimal im Finale, 2010. Der glücklicherweise bei nichts als einem Schock Ägypten. Dort verloren sie, genauso wie 5 Jahre später, da ging es in. Kudus aus der Drehung. Und Archimero. Gute Kombination. Semenyo. Semenyo. Kudus abgeblockt. Wieder Eckstoß. Wieder vorne rein. Kudus holt sich den Ball nochmal zurück. Sie wollten den Lucky Punch, sie bekamen den Lucky Punch.